so much potential, babe, and we do too. Ich geh kurz terminieren, eigentlich kommt gleich wieder, ne? Ich muss Lisa einfach irgendwie klar machen, dass ich sie nicht mit Absicht die Treppe runtergeschubst habe. Wenn sie mir glaubt, dann glauben mir vielleicht auch meine Freunde. Hey, was willst du hier? Entspann dich. Lass ja gehen. Ganz gechillt. Nein, okay, geh. Ich möchte mich nur bei dir entschuldigen für das, was passiert ist. Es war keine Absicht. Ich wollte dich nicht die Treppe runterschubsen. Lisa, hey, entspann dich. Bitte hör mir ganz kurz zu. Du musst mir jetzt zuhören, okay? Ich habe das nicht gewollt. Lisa, nein. Lass mich in Ruhe, lass mich gehen! Du standst da im Weg und ich musste einfach. Ich wollte dich nicht schubsen. Das war keine Absicht, Lisa. Du musst mir bitte glauben, ich würde niemals jemandem wehtun. David! Lisa, denk nach. Wieso sollte ich. David! In der Situation, in der ich mich befinde, würde das keine Besserung abgeben. Verstehst du? Wieso sollte ich etwas tun, was mir nicht helfen würde? Damit es mir. Was tut schon hier draußen? Hallo, ich. David, ich will mich doch nur entschuldigen bei Lisa. Ich möchte dir doch nur sagen, dass es mir leid tut. Du hast hier nichts verloren. Wir gehen gleich raus. Du hast hier gar nichts verloren. Das war keine Absicht. Ich hab sie nicht mit Absicht aus der. Ich hab sie nicht mit Absicht von der Treppe geschubst. Es ist doch scheißegal, ob du es mit Absicht gemacht hast oder nicht. Du hast es gemacht. Nein, das ist es nicht. Doch, du hast es einfach getan und das ist das Thema. Du hast genug Scheiße angerichtet. Denkst du nicht schon, dass die ganzen bei uns in der WG einfach abgefuckt sind von dir? Okay, sie mir einen Gefallen tun und das vielleicht draußen machen, weil hier sind noch andere Patienten. Entschuldigung, wir sind. Das wäre ganz lieb, danke. Ich will einfach, dass du weißt, dass du bei uns einfach nichts mehr verloren hast. Gar nichts mehr. Das wird ein juristisches Nachspiel haben und es gibt eine richtig fette Anzeige wegen Körperverletzung, wegen schwerer Körperverletzung. Und keiner in der WG will ich mehr sehen. Und wenn wir nach Hause kommen, will ich, dass deine Sachen gepackt sind und du weg bist. Wir wollen dich nicht mehr. Okay. Du bist raus. Hör mir mal zu. Du wirst mir nicht sagen, wann ich ausziehen soll und wann nicht. Das ist nicht deine WG. Und du hast das nicht alleine zu bestimmen. Das ist meine Familie. Werden wir sehen. Und für die werde ich kämpfen. Werden wir sehen. Verpiss dich. Hau. Weißt du was, David? Wenn du nicht gewesen wärst, dann wären wir gar nicht hier. Dann wäre Lisa jetzt nicht da drin und das alles wäre nicht passiert. Du hast mich ich verarscht. Verpiss dich. Du! Hau ab, echt. Es wäre besser gewesen, du wärst nie hier aufgetaucht. Sei froh, dass wir hier drin sind, echt. Hau ab jetzt. Lisa und David, das perfekte Pärchen Berlins. Und jetzt wollen sie mir meine Familie wegnehmen. Ich soll ausziehen? Das werde ich nicht zulassen. Niemals. Ich möchte gar keinen Stress oder so anzetteln, im Gegenteil. Lisa, ich wollte mich bei dir entschuldigen für das mit der Treppe. Ich habe das wirklich nicht gewollt, Leute. Und es war niemals meine Intention, ihr irgendwie weh zu tun oder so. Und wenn ihr tief in euch geht, dann wisst ihr auch, dass das absolut nicht mir entsprechen würde. Ich würde niemals jemandem wehtun. Nicht auf diese Art und Weise. Und ich habe mich einfach die letzten Wochen selber nicht erkannt. Und er hat das jetzt auch eingesehen, dass ich einfach da ein bisschen lost war und verloren war und einfach auch sehr viel passiert ist. Aber ich will euch nur daran erinnern, dass ich immer für jeden Einzelnen von euch da gewesen bin und ihr auch für mich und ihr seid wie meine Familie und ich glaube, es gibt nichts, was wir nicht zusammen bewältigen könnten. Ich meine, Joe, als du deinen Prozess hattest, ich stand jede Sekunde hinter dir und ich habe nicht einmal an deiner Unschuld gezweifelt. Und auch du, oder? Ich war auch immer für dich da. Mit dem Song Bros Forever, ich habe dich unterstützt, wo ich konnte. Ich bin mit dir zu diesem Label gefahren. Ich habe dir so oft auch Scheiße verziehen. Ja, dann bin ich da auch dankbar für. Danke. Und Alina, ey, du warst mal nämlich verliebt.
Und weißt du noch, wir haben uns angeschrien. Wir standen zusammen auf deinem Bett und haben uns angeschrien. Und trotzdem haben wir es geschafft, dass wir jetzt ganz normal wie zwei normale Menschen zusammen unter einem Dach wohnen können. Wieso sollten wir das dann nicht schaffen? Weil sie sich hätte das Genick brechen können, Alessia. Wie hätte ich das meinem Onkel, meiner Tante sagen müssen? Es tut mir leid, ich wollte es nicht. Überlegt es euch einfach, okay? Entschuldigung nochmal. Scheiße. Ich will hier nicht weg. Und ich kann hier auch nicht weg. Hier ist einfach meine Familie und mein Leben. Und ich werde alles dafür tun und dafür kämpfen. Und ich werde mich auch verändern. Hey, Jessie, ich bin's, Alessia. Ich wollte dir nur sagen, dass du mir echt fehlst und melde dich einfach mal, wenn du kurz Zeit hast. Ich bräuchte mal jemanden zum Quatschen. Alessica forever. Bis dann. Ich kann Jessie gerade so gut hier gebrauchen. Ich bin so fucking nervös. Hoffentlich geben mir die anderen noch eine Chance. Ich wollte nur vier Augen mit dir reden. Bitte dich hinsetzen. Nee, will ich nicht. Wir haben eine Entscheidung getroffen, alle zusammen. Und ich glaube, es ist für alle Beteiligten besser, wenn du erstmal ausziehst. Es ist so eine ganz einfache Begründung. Guck mal, das Joe. Die Dinge, die passiert sind, ist einfach zu viel. Es ist zu viel. Und ich will, dass du rausgehst, auch als Selbstschutz für dich. Dass du irgendwo hingehst, dir Hilfe nimmst oder Hilfe suchst oder irgendwo dir eine Wohnung nimmst, wo du erstmal runterkommst. Toll. Du tust dir doch nicht gut um mit der Situation. Das, uns allen nicht und dir hast recht nicht. Joe, du kannst mich doch jetzt nicht hängen lassen. Du kennst dieses Mädchen nicht einmal. Verstehst du? Es war einfach, sie hat mich hintergangen. Ich habe mich gefühlt wie ein Nichts. Gerade du musst dieses Gefühl doch am besten kennen, wenn dir niemand glaubt. Du hast es die ganze Zeit durchgemacht bei deinem Prozess und jetzt... Aber trotzdem... Jetzt willst du mir nicht glauben, Joe. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Ich versuche dir doch zu glauben, aber trotzdem sind so viele Dinge passiert. Du hast ein Zimmer zerstört, du hast jemanden die Treppe runtergeschubbt. Was passiert noch? Wenn du hier weiter wohnst, was passiert noch? Jetzt willst du mir nicht mal eine Chance geben? Nicht mal eine Chance? Ich gebe dir eine Chance, aber ich gebe dir eine Chance, wenn du draußen bist, nicht mehr hier bei uns. Das ist deine Chance. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle, was ihr wolltet. Dasselbe könnten wir dich fragen. Ich will dich wirklich nicht verlieren, aber... Weißt du, das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, der einzige Weg. Ja, und vielleicht ist es der einzige Weg für dich hier nach draußen, okay? Spar dir einfach deine Sprüche, geh einfach. Ich bin jetzt obdachlos. Toll, Leute. Toll. Richtig geil, das Gefühl jetzt. Lisa. Verpiss dich endlich! Lass uns in Ruhe! Ich hoffe wirklich, dass du jetzt alles erreicht hast, was du erreichen wolltest. Wirklich. Geh, Hab. Denk daran, Karma. Karma ist überall. Mir tut das mit der Treppe leid, aber alles andere, was ich hier getan habe und gesagt habe und gemacht habe, das tut mir kein bisschen leid, Leute. Nur damit ihr Bescheid wisst, dahinter stehe ich. Ich bin diejenige, die hier verletzt wurde. Aber ihr seid alle blind und seht das nicht. Das heißt aber nicht, dass du machen darfst, was du willst. Und jetzt stehen alle hinter dieser falschen Schlange. Von wegen WG-Familie. Das Beste wäre gewesen, wenn Lisa einfach nie hier aufgetaucht wäre. Nie. Shades fade. Days in, days out. Shades fade. Through flood, through drought. Shades fade. Through faith, through
keine Wahl. Wir mussten Alessia rausschmeißen. Wieso schubst du auch Lisa die Treppe runter? Danke. Bitte. Die WG bricht jetzt auch wieder auseinander, oder? Nein, was? Tut sie nicht. Ich geh schlafen. Gute Nacht. Schlaf gut, Digga. Gute Nacht und danke auch für deine Unterstützung, Ole. Kein Problem. Und auch euch danke. So, ich komm hier rein. Na. Schlaf gut, Dad. Jo. Ich hätte niemals gedacht, dass das mal passiert. Stell dir vor, ich hätte deine Eltern anrufen müssen. Dass sie das überhaupt riskiert hat, dass ich diesen Anruf. Das ist einfach. Ich bin einfach froh, dass dir nichts passiert ist. Komm her. Darf ich dich mal kurz ausleihen? Oder hast du dich schon für dich beansprucht? Ja. Ich hab dich lieb. Ich dich auch ganz doll. Pass gut auf dich auf, okay? Mach ich. Ich bin ganz froh, dass du wieder da bist. So, und jetzt in der letzten gute Nacht. Schlaf schön. Schlaf gut. Nein. Du auch und danke. Hallo, hol jetzt mal. Ich hab echt Glück mit dich. So, Glück mit dir. Okay, mal schlafen. Schlafen. Das ist eine gute Idee. Ich räum das morgen alles weg. Ich bin froh, dass es nicht wieder drin ist. Give me your best shot. Hey. Was ist los? Ja, ich bin halt aus der. Aus meiner WG geflogen. Weil. Alles wegen dieser Lisa und wegen diesem David. Und ich weiß halt nicht, wo ich hin soll. Und ich dachte, ich könnte dich fragen, ob ich ein paar Tage vielleicht bei dir pennen kann oder so. Ja. Weil ich heute echt nicht weiß, wo ich hin soll. Das ist doch keine Frage, oder? Ganz ehrlich, na klar. Ich weiß nicht, wer. Irgendwie. Meinst du nicht, man hätte das verhindern können, wenn ich einfach früher ehrlich gewesen wäre und einfach von Anfang an die Wahrheit gesagt hätte, dann wäre das vielleicht alles nicht so weit gekommen. Inge, genau das ist doch das, was sie will. Sie will, dass du dich schlecht fühlst und du hast nichts falsch gemacht. Und du bist ein super selbstloses und liebes und tolles Mädchen. Du hast alles richtig gemacht. Du hast deine eigenen Gefühle zurückgeschraubt. Einfach nur, damit es ihr gut geht. Und genau das ist das, was jetzt nicht mehr ist. Ja, sie war halt meine beste Freundin. Ja, du sagst es, sie war. Schau, was sie alles angestellt hat. Ja, du hast recht. Also. Du hast recht. Willst du drüber reden? Ich bin für dich da. Wir denken jetzt an uns. Vor allem jetzt haben wir einfach wirklich mal Zeit und keinen Stress mehr. Komm, wir können rausgehen, wir können machen, tun lassen, was wir wollen, ohne Angst zu haben, dass Alessia da ist, dass sie uns irgendwie die Hölle heiß macht. Wir brauchen es nicht mehr zu verstecken. Hast ja recht. Es zählt nur noch du und ich. David hat ja recht. Wo Alessia jetzt nicht mehr da ist, kehrt vielleicht endlich wieder Ruhe hier ein und wir können unsere gemeinsame Zukunft genießen. Ich bin froh, dass es dir gut geht, mein kleiner Engel. Ich liebe Lisa und ich bin froh, dass das Kapitel Alessia endlich abgeschlossen ist. Jetzt haben wir endlich Zeit für uns. Spin around now. Can you hear me? Am I still buzzing in my sleep? What does it feel like to shine between? Es tut so weh. Meine Freunde waren wie meine Familie. Und ich habe immer gedacht, nichts auf dieser Welt kann uns trennen. Aber jetzt haben sie mich einfach fallen gelassen. Meins.